Deutschland ist mit einer Recyclingquote von über 70% Spitzenreiter. Stimmt das wirklich? Jährlich fallen bei uns stolze 18,8 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Was genau passiert eigentlich damit? Wird der Müll wirklich recycelt oder wird am Ende doch nur alles verbrannt? Genau darüber klären wir auf in dieser Folge What the Fact bei Edeka. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Seit 1991 müssen in Deutschland Hersteller und Händler gesetzlich alle Verpackungen, die sie in Umlauf bringen, auch wieder zurücknehmen. Das Ziel dabei ist es, Ressourcen zu schonen und die Umwelt vor einer Müllflut zu schützen. All diese Hersteller und Händler müssen sich deshalb an einem von mittlerweile 10 dualen Systemen beteiligen. So ein duales System kümmert sich darum, dass benutzte Verpackungen bei mir und euch daheim abgeholt werden. Sie sammeln sie ein, dann werden sie sortiert, um sie anschließend zu recyceln oder zu verwerten. Die dualen Systeme finanzieren sich über sogenannte Lizenzentgelte, die die Hersteller und Händler je nach Material und Gewicht der Verpackung zahlen müssen. Das wiederum rechnen sie dann einfach in die Preise für ihre Produkte mit ein. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe und eine Butter kaufe, dann ist dort automatisch ein kleiner Betrag für die Verpackungsentsorgung und das Recycling enthalten. Okay, klingt erstmal einfach. Duale Systeme recyceln unseren Verpackungsmüll. Das Problem fängt allerdings schon viel früher an. Aktuell produziert jeder und jede von uns in Deutschland 226 Kilogramm Verpackungsmüll jedes Jahr. Das sind über 100 volle gelbe Säcke. Damit sind wir Spitzenreiter der EU. Leider alles andere als ein großer Erfolg. Erstaunlicherweise entstehen schon während der Produktion von Verpackungen 90% ihrer klimaschädlichen Belastungen. Es liegt zum Beispiel daran, dass Kunststoff aus fossilen Rohstoffen hergestellt wird. Und dafür haben wir die natürlichen Grenzen unseres Planeten schon längst überschritten. Die OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat berechnet, dass sich bis 2060 unser Plastikkonsum sogar noch verdreifachen wird und sich die klimaschädlichen Emissionen dadurch verdoppeln werden, wenn wir eben nichts unternehmen. Habt ihr zu Hause eigentlich die Möglichkeit und trennt ihr euren Müll? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ein erster Lösungsansatz kam von der EU-Kommission. Sie hat beschlossen, dass bis 2030 alle Verpackungen komplett recycelbar sein sollen. Ich frag mich, ob das in der Realität überhaupt umsetzbar ist. Aber fangen wir mal mit den Good News an. Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff. Sie sind seit 2022 komplett pfandpflichtig. Ausgenommen davon sind Milchgetränke, diese werden erst ab 2024 pfandpflichtig sein. Dadurch werden wir als Verbraucher und Verbraucherinnen motiviert, die Flaschen zurückzubringen. Diese werden dann recycelt und zu Rezyklat, also recyceltem Plastik, verarbeitet. Anschließend kann es in neue Flaschen geformt werden oder ersetzt an anderen Stellen den Einsatz von frischem Kunststoff. Ihr habt euch jetzt bestimmt kurz gefragt, was denn mit Mehrweggetränkeflaschen ist. Denn eigentlich sind diese energie- und ressourcensparender. Eine Glas-Mehrwegflasche ist bis zu 50 Mal wiederverwendbar und spart dadurch jedes Mal neues Flaschenmaterial. In Deutschland gibt es sehr viele regionale Abfüllbetriebe, denn wichtig dabei sind geringe Transportwege beim Aufbereiten und Wiederbefüllen. Deshalb sollte man beim Einkaufen zu regionalen Mehrwegflaschen greifen. Jede Wiederbefüllung einer Mehrwegflasche ersetzt die energie- und ressourcenintensive Herstellung einer neuen Einwegflasche. Einwegflaschen. Nochmal genauer zu diesen, denn für Lebensmittelverpackungen darf bisher nur recyceltes Plastik aus diesen PET-Pfandflaschen benutzt werden. Es wäre zwar technisch möglich, auch andere Plastikarten zu verwenden, doch das Gesetz verbietet es derzeit noch. Solche landen dann im Bau, in der Industrie, aber auch in Non-Food-Anwendungen, die wieder in die dualen Systeme zurückgeführt werden. Ein anderes Problem im Recyclingprozess sind die Verpackungsdesigns. Schwarze Kunststoffverpackungen sehen zwar cool aus, lassen sich aber nicht richtig in den Sortieranlagen scannen und trennen. Sie werden oft verbrannt. Ähnliches passiert auch mit Verbundstoffverpackungen. Das sind von innen beschichtete Papierverpackungen. Man kennt sie zum Beispiel bei Schokoladenverpackungen. Auch sie werden nur zum Teil verwertet und meistens verbrannt.
Übrigens, wenn ihr wissen wollt, warum Verbundstoffverpackungen reines Greenwashing sind und mehr das Klima belasten als reine Plastikverpackungen, dann schaut euch doch mal hier unsere Folge zum Thema Was passiert mit unseren Verpackungen an. Aber auch wir Verbrauchende tragen unseren Teil dazu bei, dass das Recycling-System noch nicht perfekt aufgeht. Durch falsche Mülltrennung fallen nämlich extrem hohe Kosten an. Ganze 30% des gelben Sacks gehören dort eigentlich gar nicht rein. Das alles sind nur einige der Gründe, warum bisher gerade mal 14% aller Kunststoffverpackungen aus Rezyklat bestehen. Okay, das waren jetzt mega viele Informationen. Ich glaube, ich brauche erstmal eine kurze Verschnaufpause und vielleicht eine kleine Zusammenfassung. Die Industrie setzt also noch zu wenig gute recycelbare Verpackungen ein und wir als Verbrauchende trennen viel zu schlecht. Das führt uns leider direkt zum nächsten Problem: Müll im Ausland. Alles, was wir falsch trennen, alles, was nicht recycelbar ist und Müll aus Industrie und Bau, wird ins Ausland verkauft. Also Deutschland bekommt Geld dafür, dass Länder wie die Türkei, Malaysia, Indien oder die Niederlande unseren Müll annehmen. Die Arbeitskräfte und Systeme dort sind viel günstiger als bei uns. Über 10% des insgesamt in Deutschland erzeugten Mülls werden exportiert. Ein kleiner Trost, immerhin sinkt diese Zahl jährlich. Eigentlich ist es sogar verboten, Müll ins Ausland zu verkaufen, außer er wird dort recycelt. Das wiederum wird aber oft gar nicht kontrolliert. Das Thema ist viel zu groß für diese Folge, aber ich wollte euch einen kurzen Einblick geben, dass die Probleme um den Müll wirklich die unterschiedlichsten Ursachen haben. Meine erste Reaktion auf alles wäre vermutlich, aus Trotz mit der Mülltrennung aufzuhören. Aber wenn wir als Verbraucher und Verbraucherinnen sauberer trennen, können wir tatsächlich etwas bewirken. Denn alle korrekt getrennten Verpackungen mit guter Qualität aus dem gelben Sack werden in Deutschland wirklich recycelt. Natürlich spielen auch beim Thema Recycling die Kosten eine große Rolle. Es ist wesentlich günstiger, Kunststoffe neu zu produzieren, statt sie aufwendig zu recyceln. Auf dem Weltmarkt schwanken die Preise extrem. Momentan kostet zum Beispiel eine Tonne neues Material 900 Euro. Im Vergleich dazu kostet eine Tonne Rezyklat 1200 bis 1500 Euro. Die Kosten für Neuware und Rezyklate sind im Vergleich zu letztem Jahr übrigens stark gesunken. Rezyklate sind gut verfügbar und können frisches Plastik in der Regel 1:1 ersetzen. Krass, das ist so ein riesiger Batzen Negativinformationen gewesen. Ich frag mich, was ich da überhaupt noch bewirken kann. Lass uns mal schauen, wie Recycling dennoch helfen kann, die Welt zu retten. Jede Tonne recyceltes Plastik spart etwa eine Tonne CO2 im Vergleich zu frischem Kunststoff aus Erdöl. Beim Recycling gilt, je reiner die Wertstoffe, desto reiner das Rezyklat. Hier können wir aktiv helfen, indem wir sauber und ordentlich in die einzelnen Wertstoffe trennen. Ein Beispiel, wo der geschlossene Wertstoffkreislauf ziemlich gut funktioniert, ist Aluminium. 75% des 1888 hergestellten Alus sind immer noch im Einsatz. Mittlerweile wird viel mehr Aluminium aus dem Kreislauf wieder genutzt, statt neu abgebaut und hergestellt. Insgesamt muss die Politik mehr eingreifen und durch klare Vorgaben und Anreize den Wertstoffkreislauf vorantreiben. In der Zwischenzeit können wir Müll richtig trennen, indem wir die Verpackungen in ihre Bestandteile zerlegen und uns für das Thema Verpackungen sensibilisieren. Denn nicht alles, was auf den ersten Blick nachhaltig aussieht, ist es auch. Achtet beim Mülltrennen auch auf Trennungshinweise, die erklären euch genau, wo was reinkommt. Außerdem können wir unseren Einkauf besser im Voraus planen und mehrfach verpackte Produkte vermeiden. Wann immer es geht, sollten wir zu unverpackten Produkten oder bei Obst und Gemüse beispielsweise zu Netzen greifen. Je mehr wir insgesamt auf der Welt recyceln, desto weniger Müll landet auf den Deponien. Desto weniger Schadstoffe werden in den Boden abgegeben und desto weniger klimaschädliche Gase entstehen. Wenn ihr weitere Infos zum Thema Recycling allgemein und bei Edeka haben wollt und ihr erfahren möchtet, worauf ihr bei der Mülltrennung noch achten könnt, dann klickt doch mal hier. Dort gibt es noch viel mehr Fakten und weitere Tipps für euch. Ansonsten habe ich euch hier noch weitere Videos verlinkt, schaut sie euch gerne an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weitere Folge von What the Fact bei Edeka zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bleibt neugierig, euer Cedric.